Wir reden über Autos mit jede Menge Spaß. Herzlich willkommen zu Voice Over Cars. Hallo und herzlich willkommen zu Voice Over Cars News. Und heute kann ich euch den Seat Leon ST Cupra so ein bisschen in Aktion zeigen, ohne aber wirklich da gewesen zu sein. Denn während ich den Audi TT gefahren bin, konnten ausgewählte Pressekollegen den Seat Leon ST Cupra fahren. Ein geballtes Hightech-Paket soll die enorme Performance des neuen Seat Leon ST Cupras garantieren. An der Spitze steht der 2 Liter TSI mit Dualeinspritzung und variablen Steuerzeiten. Der liefert je nach Version eine Leistung von 265 oder 280 PS. Die adaptive Fahrwerksregelung, DCC genannt, die Vorderachs-Differentialsperre, die Progressivlenkung, das Cupra-Drive-Profil oder die serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfer sind weitere Beispiele von den modernsten Technologien, die hier zum Einsatz kommen. Die sportlichen Merkmale des Leon ST Cupras können aber noch erweitert werden. Zum Beispiel hätten wir da die Vierkolben-High-Performance-Bremsanlage von Brembo mit gelochten Bremsscheibenformat 370 x 32 mm für vorne. Exklusive 19 Zoll Felgen können auch noch verbaut werden und es gibt zusätzliche seitliche Schwellerleisten. Cupra steht für Leistung, Performance, Fahrdynamik und der neue Seat Leon ST Cupra erfüllt dieses Versprechen in perfekter Weise. Der Cupra 280 mit seinem optionalen DSG-Getriebe katapultiert das Geschoss innerhalb von 6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Beim Handschaltgetriebe sind das 6,1 Sekunden. Die abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h ist da natürlich Formsache. Dass sportliche Fahrzeuge nicht über ein großzügiges Raumangebot verfügen, das stimmt so nicht, denn wir haben hier eine überzeugende Vielseitigkeit. Das Fassungsvermögen des Gepäckraums beträgt schon in der Grundversion 587 Liter. Bei umgeklappter Rückbank lässt es sich sogar bis zu 1470 Liter erweitern. Optisches Highlight natürlich die Voll-LED-Scheinwerfer in Kombination mit dem LED-Tagfahrlicht und den LED-Heckleuchten. Die sind nämlich serienmäßig verbaut. Und neben dem ausdrucksstarken Design haben LED-Scheinwerfer zahlreiche weitere Vorteile. Sie leuchten die Straße mit 5500 Kelvin Farbtemperatur aus. Das ist dem Tageslicht sehr ähnlich. Und das lässt die Augen kaum ermüden. Und das ist natürlich ein Vorteil, denn mehr Sicht gleich mehr Sicherheit. In puncto Effizienz brillieren die Leuchtdioden durch minimale Energieaufnahmen und das Blendlicht zum Beispiel beansprucht pro Einheit lediglich 20 Watt. Zu den Funktionen der Voll-LED-Scheinwerfer gehört aber auch das Autobahnlicht. Der Leuchtwinkel wird leicht angehoben, sobald der Leon ST über einen Zeitraum von mehr als 30 Sekunden schneller als 110 km/h fährt. Das verbessert die Fahrbahnausleuchtung, ohne andere Fahrzeuge zu irritieren. Ohne ihn gefahren zu sein, kann ich sagen, dieser Seat Leon Cupra ST ist momentan der heißeste Kombi aus dem ganzen Konzern, wird allerdings demnächst abgelöst, denn der VW Golf R als Variant steht schon in den Startlöchern. Das war's bei Voice Over Cars News für heute. Bis zum nächsten Video, euer Jens.